Tja, Leute, wie die Zeit vergeht. 1986 war das letzte Mal, dass Celtic Frost oder Celtic Frost, wie sagt man, kann beides sagen, ne? Celtic. Celtic? Es gibt aber Leute, die Celtic sagen. Die Engländer sagen Celtic. Aber wir sind Celtic. Okay, gut. Atlantic, Dann sag ich solidar. jetzt Celtic. Also, 86 war das letzte Mal, dass Celtic Frost auf Headliner-Tour in Deutschland waren. 21 Jahre später seid ihr wieder hier und macht eine Headliner-Tour zu einem Album, was ein ganz besonderes ist in eurer Karriere. Und zwar nicht zuletzt auch deswegen, weil das so lange gedauert hat, bis das Album überhaupt zustande kam. Dazu muss man wissen, dass Tom und Martin, die beiden Köpfe von Celtic Frost, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Und das ist auch wichtig fürs Verständnis der Musik, zumindest aus meiner Sicht. Deswegen, bevor wir auf die Platte direkt zu sprechen kommen, vielleicht sagt ihr mal ein bisschen was zu euch selber, wie ihr euch als Person seht und wo ihr beide zusammenpasst und wo ihr nicht zusammenpasst. Das ist unheimlich schwierig. Es wäre wohl besser, wenn Martin was über mich sagen würde. Und Ja, umgekehrt, so ne? können wir es auch machen. Also, um das einfach auf den Punkt zu bringen, er ist die Diva und ich bin der Exzentriker. Aber das ist auch nicht immer wieder der Fall, weil manchmal fühle ich mich dann doch mehr wie die Diva auf und er muss dann wieder den Exzentriker raushängen, um mich wieder gerade zu biegen. Schlussendlich gesehen ist manchmal wie Feuer und Wasser, aber wir sind uns doch sehr, sehr, sehr ähnlich. Und Tom hat doch auch was von einem Mentor und einer Bruderfigur für mich. Das gilt eigentlich für mich genauso. Das ist das Absurde, dass Martin für mich auch ein Mentor ist und dass sich mein Leben als Musiker radikal verändert hat, als sich Martin getroffen hat, zum Besseren. Nach außen hin wirkt das immer so, als wenn Martin der lebenslustige Typ mit Humor ist, auch weil du dich öfter äußerst in der Richtung und du wirkst nach außen hin sehr ernsthaft, als du bist ein Künstler, der ernst genommen werden will, der so seine witzige Seite nicht zeigt. Du bist aber Nee, super sarkastisch. das würde ich nicht so sagen. Es geht gar nicht ums Künstlerische. Ich bin sehr vorsichtig, mich selber als Künstler zu bezeichnen. Das überlasse ich lieber anderen und ich bin sehr kritisch meiner eigenen Arbeit gegenüber. Nee, es liegt mehr dran, rein in der Geschichte meines Lebens. Ich habe durchaus Humor und das kann ich auch zeigen im Kreis meiner Freunde, aber es ist schon so, dass das Ernste, philosophische und fast schon depressive überwiegt bei mir. Und das ist einfach begründet in meinem Leben und nicht irgendwie, um den Künstler rauszukehren oder so, ne? Willst du was dazu sagen, Martin? Eben, wie gesagt, wir sind unterschiedliche Charaktere. Wir haben auch unterschiedliche Werdegänge. Und es ist für mich wahrscheinlich genauso wie für Tom auch doch immer wieder überraschend, dass wir jetzt zusammengefunden haben und da Celtic Frost wieder gemacht haben, weil das war für lange Zeit, für über eine Dekade eigentlich fast, war das abgeschlossen für beide von uns auf seine Art. Und war doch erstaunlich, wie viel dann da wieder doch rausgekommen ist, wie viel da eigentlich, wie man auf Englisch sagt, Skeletons in the Closet vielleicht noch vorhanden waren, ne? Die da auch raus wollten. Ne? Ja, der wichtigste Punkt für mich persönlich ist, dass die Freundschaft zu Martin, die eigentlich fast mein ganzes Leben schon besteht, aber starke Unterbrüche hatte, dass die heute eigentlich stärker und intensiver ist, als sie jemals war. Das ist für mich ein viel wichtigeres Resultat dieser Arbeit in Celtic Frost als alles andere, als die Musik und so weiter. Martin ist für mich so ein wichtiger Freund. Ich brauche ihn in meinem Leben und ich bin extrem froh, haben wir das Celtic Frost Projekt wieder begonnen zusammen. Denn Celtic Frost ist ja eigentlich auch unsere Freundschaft. Ich glaube, zu dem Thema grundsätzlich, dass Lebenslust, Lebensfreude und Misanthropie eigentlich sich nicht aussetzen müssen, also nicht irgendwie gegeneinander stehen, sondern ich glaube, dass das Leben an sich tragisch genug enden wird, nämlich im Tod. Und das wissen wir alle. Und darauf leben wir auch zu. Und ich glaube, man kann das auch, man kann da, muss da auch immer wieder eine ironische oder eine gesunde Distanz dazu nehmen. Und das heißt auch, dass man Humor hat und sich da auch humorvoll davon distanzieren kann. Weil sonst, wenn man sich zum Beispiel mit diesen Themen auseinandersetzt, ja, das ist dann so destruktiv. Also meine, das Leben ist destruktiv in sich. Der Körper selber wird sich selber zerstören. Es ist nicht so, es braucht niemanden von außen. Jeder von uns stirbt aus sich selber heraus, ne? Und dementsprechend muss ich das nicht unbedingt jetzt so eins zu eins zelebrieren. Also die Auseinandersetzung, die wir machen in unserer Kunst und Musik, dient mir eigentlich auch genau dazu, eine Psychohygiene zu betreiben für mich selber, um eine gesunde Distanz dazu zu haben. Das war von Anfang an so. Das war eigentlich auch einer der Gründe, überhaupt Musik zu machen. Ich fand es immer interessant,
mich mit euch über okkulte Themen zu unterhalten. Martin, wir hatten eine Story im Rockhard, da hast du sehr ausführlich darüber gesprochen. Die Geschichte ist sehr gut angekommen bei den Leuten. Das war die, ja, man kann sagen, wenn man es jetzt ganz platt und allgemein ausdrückt, du hast eigentlich so die intellektuelle Seite des okkulten Themas, hast du so ein bisschen skizziert. Sehr interessant. Tom, von dir weiß man in der Öffentlichkeit nicht so sehr, wie du dazu stehst. Du hast zwar die Biografie geschrieben und hast auch da Sachen angerissen, aber du hast dich in der Öffentlichkeit nicht so offensiv geäußert, wie Martin das getan hat. Das ist doch gut. Ich bin in gewissen Ebenen meiner Existenz sehr exhibitionistisch und in gewissen nicht. Und das finde ich auch richtig so. Ich muss nicht alles nach außen kehren. Aber der Okkultismus als Thema ist einer der Ebenen, wo Martin und ich uns gefunden haben, schon lange bevor wir überhaupt Musik geschrieben haben. Wir haben uns kennengelernt als Freunde, nicht als Musiker, und wir haben damals Tage und Nächte mit verbracht, diese Themen, Okkultismus, Geschichte, Religion, diese ganzen Themen, die uns interessieren, zu diskutieren, endlos. Und so haben wir eigentlich uns gefunden. Und erst nachher kam die Musik. Und deshalb natürlich ist das ein Thema, das mich mein Leben lang genauso begleitet hat. Wenn wir jetzt schon bei den Anfängen sind, dann sind wir natürlich auch bei Hellhammer. So, Hellhammer war jahrelang Thema, das musste man etwas außen vor lassen, wenn man mit dir gesprochen hat. Du hast jahrelang richtige Probleme mit dem Thema gehabt. Natürlich, ja. Jetzt, wo du mit Martin wieder, du sagst, wo eure Freundschaft wieder aufgelebt ist, ich habe euch beide eben mit Hellhammer-Shirts gesehen, vor einer Stunde, was mich überrascht hat. Was ist da passiert? Naja, das war ein sehr langer Prozess eigentlich für mich persönlich. Und der hat auch schon begonnen, bevor Martin und ich wieder zusammengearbeitet haben. Das war eigentlich schon im Verlauf meines Buches, musste ich mich ja eigentlich sehr, sehr eingehend mit Hellhammer befassen. In aller Fairness muss ich doch sagen, ich bin nicht der Einzige, der Schwierigkeiten hatte mit Hellhammer. Hellhammer ist heute ein Mythos. In den 80er Jahren war Hellhammer verflucht, und zwar auch von den Medien und von den Fans. Die Platte wurde verrissen, durchspannt von allen Schichten, von Plattenfirmen über Fans und so weiter, wie gesagt. Und Hellhammer wurde von niemandem geliebt. Und für uns in Celtic Frost stellte Hellhammer ein gigantischer Block dar in unserem Weg, der es extrem schwierig gemacht hat, ernst genommen zu werden, in der Musikindustrie, bei Journalisten, bei Fans. Hellhammer war die Band, die kann nicht spielen, die nur Lärm macht, die aus irgendwelchen lustigen Jungen besteht, die nicht wissen, was sie tun. Dieser ganze Mythos um Hellhammer, der ist eigentlich erst entstanden, als die ganze Black Metal-Welle Anfang 90er Jahre aufkam in Skandinavien und Hellhammer plötzlich dann als Einfluss genannt wurde und nicht mehr als was Lächerliches. Für mich war das aber nicht der Punkt, wo es sich umgekehrt hat, sondern im Gegenteil. Ich fand es dann aus einem anderen Grund schwierig, mich mit Hellhammer objektiv auseinanderzusetzen, nämlich diese ganzen Gewalttaten, die da geschehen sind, Morde und so weiter in Skandinavien, die eben auch sehr oft mit Hellhammer in Verbindung gebracht wurden, weil gewisse Leute, die da agiert haben, eben auch Hellhammer als Einfluss genannt haben. Das war für mich sehr schwer, weil für Martin und mich war Hellhammer was ganz anderes, eine ganz andere Ebene. Und diese gesamten Punkte machten es für mich sehr, sehr schwer, Hellhammer überhaupt objektiv anzugehen über die Jahre, obwohl es wahrscheinlich einer der wichtigsten Lebensabschnitte für mich war und mich absolut für immer geprägt hat. Meine Musik, ich meine, Celtic Frost, schon auf Morbid Tales sind umgearbeitete Hellhammer-Stücke drauf und so weiter. Hellhammer ist aus meinem Leben nicht wegzudenken. Und ich bin eigentlich sehr froh, kann ich das heute viel objektiver angehen. Es braucht irgendwie 15 Jahre für mich, um an diesen Punkt zu kommen.